I don't think so. Nope, ich auch. Vielleicht finden wir irgendwas Interessantes, aber da wohl eher nicht. Nee. Okay, da ist schon wieder so ein Meißel. This isn't what we're looking for. Ach ja, ich habe mir die anzeigen lassen. Ah, hier dürfte das Nummernschild dann wahrscheinlich auch drin liegen. Also der war doch schon öfter mal ein bisschen klauen, glaube ich. Diplomatic license plates. Ja, da liegen auch so einige Kennzeichen drin. Gut, also das ist dann ja schon mal ganz klar, was hier los ist. Dann fragen wir doch mal die Frau danach, oder? Mal wieder schön reingehen da. Der da unten steht da auch und beobachtet uns ein bisschen. Guten Tag. We really ought to take more time over the Packard felt. You're in serious trouble, Miss Rodriguez. But Gabriel is not here. I have done nothing wrong. Machen wir erstmal den letzten Kontakt. Tell us the truth, Anna. Has Gabriel been here? I haven't seen him for at least 3 nights. Nope. You keep lying to me, and I'll send you and your baby to jail. He lives here, but he hasn't come home. I swear it. Ja, dann Frühstücksteller. Enough, Anna. There are signs all over this place that he's been back. He was here last night. Aha. I have never seen him so angry. He went out to his shed and put some things in it. I don't know what and I don't want to know. I love him. Why did he steal the car, Anna? The customer insulted him. He has his honor, no? Das sagt sie aber ziemlich... His honor, Anna? He said Dewey's friend tried to make a woman out of him. He no longer respects this man, Dewey. He took the car to show this maricón that he is a man. Mhm. Okay, ja, wir sind auf der richtigen Spur. Das sieht man ja auch ganz eindeutig an. We found a license plate matching our stolen vehicle in the shed. Add in the assortment of parts and we can make Gabriel for a dozen other thefts. It's time to get serious, Anna. You must ask these questions of Gabriel. I know nothing of these car parts. Na, das glaube ich aber nicht. Solche Machenschaften bekommt man mit. I think you're a willing accomplice in these robberies. What proof do you have that I stole the cars? Ja, wie können wir das denn beweisen? Also genau genommen, dass sie was auch damit zu tun hat. Das können wir ja nicht so richtig, ne? Sorry. My mistake. Also jetzt muss ich da doch nochmal kurz... so einen Punkt investieren. Ich zweifle das Ganze mal an. Then tell us where he is. If your baby is born in prison, Anna, the corrections officers will take it from you. You will see your son or daughter through a metal grate for half an hour a week. The start line is on 1st and Santa Fe. There is a spillway under the bridge that leads to the river. Many policia have wrecked trying to follow him. Na gut, so haben wir es doch richtig gemacht. As far as we're concerned, this sits with Gabriel. Startline? That sounds like a street race to me. It's gotten out of hand this last year. No wonder Delgado has such an eye for fine automobiles.
Okay, aufgrund von Straßenrennen, also. You know where the kid is? Let's go stop these clowns and get them off the streets. Mensch, Mensch, was für verzwickte Fälle denn hier auf einmal so kommen. Na gut, aber wir fahren jetzt erstmal wieder. Ich hoffe, das ist das richtige Auto. Da stehen so zwei, die so ähnlich aussehen. Also, machen wir erstmal das hier. Dann gucken wir uns erstmal das Straßenrennen an. Kind of man leaves his pregnant girlfriend at home while he goes off to play cars. Pregnant girlfriends aren't always a barrel of laughs. Everyone needs to let off a little steam. Some guys wouldn't come back home at all. Are you talking from experience? Quick as we shut one of these races down, another one springs up somewhere else. Kids used to steal cars to sell them. Now they just want to wrap them around a lamppost. The next 16. Oh. You know, this isn't a tank, Phelps. Erzähl weiter. Los, das war gerade so interessant. Bis ich denn was gerammt habe. Ach, wie blöd. Na gut, aber auf jeden Fall begeben wir uns jetzt erstmal zum Straßenring, Rennen. Und, ich frage mich jetzt, ob das so gut ist, dass ich die Zentrale andauernd überspringe, aber ich denke mir halt, vielleicht kann man mit dem einfach nachher mehr besprechen, wenn wir was, wenn wir mehr auf dem Tisch haben quasi. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir das Straßenrennen gleich mitfahren müssen, da habe ich eigentlich überhaupt keine Lust drauf. Aber ich vermute, da kommen wir fast nicht drum rum. Aber mit der Karre können wir es wahrscheinlich sowieso mal fett knicken, dass wir da irgendwo mithelfen können. Ach, dammit. Das ist unter die Brücke. Da geht's auch gerade durchs Radio, irgendwas mit dem Stadtrennen oder mit dem Autorennen da. Wie komme ich denn jetzt am besten runter? Oh, Entschuldigung. Ich glaube, ich habe dir gerade kurz die Beine gebrochen. Entschuldigung, weg da. Oh. Das wirkt sich massiv darauf aus. Ups. There's the red Ford. That's Delgado right there. Quick! Ja, das war so klar. Phelps, 1247, requesting assistance at 1st and Santa Fe. Reports of an illegal street race. Stay on Delgado. I'm gonna find you! He's getting away. You're gonna lose him. Nur mein Auto kann eben nicht so viel. Was hätte er denn auch für eine Karre da, Alter? Yeah, geil. Delgado is our boy, forget the others. Komm schon. So schnell habe ich das gerade nicht gerallt, dass er da durch ist. So, okay. Ja, das ist ziemlich cool gemacht hier. Bisschen Aquaplaning. Wow. So, den mal ordentlich rammen. God damn it, Cole, hold it steady. What the fuck? Da ist er auf den Zug gesprungen. Guten Tag, mein Freund. Geiler Stunt, den du da gemacht hast. Lauf. Gabriel Delgado, you're under arrest for Grand Theft Auto. Fuck you, puto. You should speak to the maricón. Valdez, I showed him. Now who's a man? I should have burned his fucking car.
You got a foreign dignitary outed as a fruit and a kitty raper, a car dealer we're gonna let slide for the kickbacks, and a street punk car thief who sure as hell won't be taking liberties with other people's autos again anytime soon. That Detective Phelps is not a bad haul. You keep your chin low and your hands high, and you keep bringing me clearances just like that one. That's textbook policing, and we need more of it in this department. Ja, sehr schön. Dann haben wir den Fall gelöst und kriegen jetzt wahrscheinlich den Abschlussbericht. Schon wieder so hohen Fahrzeugschaden. Okay, eine Audienz. Okay, damit hätte ich wahrscheinlich den Dieb auch noch enthüllt. Ach, kommt. Ich bin so zufrieden. So, das habt ihr jetzt davon. So, dann machen wir mal kurz noch einen weiter und speichern hier. Do you have any plans for weekend Liberty, Jack? My sisters have been working in Los Angeles in a bomber factory. They're coming down to visit. I'm meeting them at the station at 6. Good for you, Jack. Are they cute? They're my sisters, Hank. Attention! Final inspection before Liberty. Good job, Kelso. Are we going somewhere, gentlemen? Full inspection. It had better be exceptional if any of you want liberty this weekend. Kelso, this carbine. The bore is dirty. No, it isn't. Are you arguing with me, Kelso? Do what you need to do, Sergeant. You know the bore is immaculate. Weekend liberty canceled. Two-day field drill. Clean this rifle. No. Do you know the penalty for insubordination, Kelso? Jack, don't do it. Forget him, Hank. He doesn't have what it takes. Are you two finished? Are you going to clean this rifle? No, Sergeant. Cole is right. I'm going to stop playing games and join a rifle company and fight the real enemy. Okay, da hat er sich ganz schön aufgelehnt. Ob das so eine gute Idee war? Ja, vielleicht nicht. Eine himmlische Ehe. Das Spiel lässt einen gar keine Zeit dazu, irgendwo zu pausieren und zu sagen, so, jetzt ist Schluss für heute. Wow. Da wurde mal eben einer mitgenommen. Und er fährt einfach weiter. Tschüss. Gentlemen, I just got this handed to me. A hit-and-run felony at Ray's Cafe, 208 North Los Angeles. Got a patrolman on site. The coroner's on his way. Get down there, see if you can find any witnesses who can put a make on the car. Need a drink. I got the jitters again. I'm telling you, it'll never stick and you'll get roasted. Gut, ja, damit reicht's auch erstmal für heute. Wir haben heute eine ganze Menge Fälle gelöst und jetzt bin ich erstmal platt und muss einen Schluck trinken. Und wir sehen uns dann einfach bei der nächsten Aufnahmesession dann wieder, wenn es wieder heißt Let's Play LA Noir. Und das mit mir, mit dem Juvi. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin und wir sehen uns. Tschüssikowski.